Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es nochmal um das Thema Husten bzw. Asthma-Pferd gehen. Ich möchte euch in diesem Video erzählen, wie wir nach über 4 Jahren Leidensgeschichte endlich symptomfrei geworden sind. Diejenigen von euch, die mich schon länger verfolgen, haben unsere Geschichte natürlich mitbekommen. Gerade auf Instagram halte ich euch immer wieder auf dem Laufenden, lade euch regelmäßig Stories hoch und da bekommt ihr eigentlich unseren ganzen Alltag mit. Falls ihr uns da noch nicht folgt, schaut auf jeden Fall gerne mal da vorbei. Hier auf YouTube habe ich ja schon mehrere ausführliche Videos zu dem Thema gemacht. Es ist mir aber total wichtig, nochmal ein abschließendes Thema zu dieser Krankheit mit euch zu machen, weil ich einfach in den letzten Jahren sehr viel gelernt habe und aus heutiger Sicht hätte ich mir vor 2, 3 Jahren genau so ein Video gewünscht, um eben die Augen geöffnet zu bekommen, um eben jemanden zu sehen, der das geschafft hat, sein Pferd eben wieder symptomfrei zu bekommen und mich da vielleicht so ein bisschen inspirieren zu lassen. Da es dieses Video damals nicht gab, habe ich sehr, sehr viele Fehler gemacht, die ich natürlich auch heute sehr bereue. Aber wir haben nochmal rechtzeitig die Kurve bekommen. Mein Pferd ist nach über 4 Jahren schwerer Asthmaerkrankung endlich symptomfrei. Wir haben keinen Husten mehr, keine Bauchatmung mehr, keine Atemnot mehr. Es ist alles vorbei und ich bin sehr, sehr glücklich darüber und möchte diesen Weg, den ich hinter mir habe, in diesem Video einfach mit euch teilen. Wenn ihr die Videos hier auf YouTube verpasst habt, schaut auf jeden Fall mal gerne unten in die Videobeschreibung. Da habe ich euch alles nochmal zusammengetragen und verlinkt. Ich habe dieses Video in meine 5 wichtigsten Schritte aufgeteilt, die für mich eben am sinnvollsten und am wichtigsten erschienen sind, die ich geändert habe in den letzten Jahren und von denen ich glaube, dass sie einfach die Schritte waren, die uns dazu eben gebracht haben, dass es meinem Pferd Bill heute so gut geht. Bevor wir in das Video starten, für diejenigen, die mich nicht kennen, möchte ich eben einmal kurz erzählen, worum es genau geht. Mein Pferd Bill ist ein 13-jähriges Quarter Horse. Der hat seit über 4 Jahren mit Atemnot und Hustenproblematiken zu kämpfen. Und die letzten 1,5 Jahre waren wirklich sehr dramatisch, weil unser Tierarzt uns schon aufgegeben hatte. Er hat gesagt, er könnte nichts mehr für uns tun. Ich sollte das Pferd entweder erlösen oder vielleicht mal an die See verkaufen. Also ich war wirklich sehr, sehr verzweifelt und habe mir dann wirklich nochmal einen Ruck gegeben und wirklich nochmal das ganze System überdacht und mir nochmal, ja, einfach noch eine zweite Meinung von einer anderen Tierärztin geholt aus einer Klinik. Die ganze Story findet ihr aber nochmal in den anderen YouTube-Videos. Da möchte ich jetzt eigentlich gar nicht so näher drauf eingehen. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit den 5 Punkten, die uns letztendlich zum Erfolg geführt haben. Punkt 1, die Haltungsoptimierung. Wenn ihr euch mit dem Thema Asthma oder Husten beim Pferd beschäftigt, dann habt ihr mit Sicherheit schon mal davon gehört. Ich habe das früher nie so ernst genommen. Ich hatte in meinem Kopf, dass die Haltung, in der mein Pferd steht, optimal für ein asthmaerkranktes Pferd ist. Habe mich allerdings auch sehr viel dann von meiner Tierärztin leiten lassen und natürlich auch in einer Facebook-Gruppe mich sehr gut beraten lassen. Also wenn ihr ein Pferd mit Atemwegserkrankungen habt, dann kann ich euch diese Facebook-Gruppe sehr empfehlen. Schaut auf jeden Fall mal gerne rein. Ich habe die euch auch in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, Haltungsoptimierung. Was genau ist damit gemeint und was hat das bei uns im Speziellen bedeutet? Als es mit der Asthma-Problematik so richtig rund ging, habe ich den Stall gewechselt und habe mein Pferd in einen Aktivstall gestellt. Er stand vorher in einer Paddockbox, in einer ganz normalen Stallgasse, auf Stroh, hat normales Heu bekommen und ich war einfach der Meinung, beziehungsweise auch mein Tierarzt, er muss halt 24/7 an die frische Luft. Er muss raus, er muss sich bewegen und soll wirklich das ganze Jahr über draußen an der frischen Luft stehen. Das war der Gedanke dahinter. An diesem Aktivstall, wo wir dann standen, ist es allerdings von Jahr zu Jahr, von Monat zu Monat immer schlimmer geworden. Es war ein Stall, der mitten in den Feldern lag, eigentlich total idyllisch und total schön. Wir hatten Rapsfelder drumherum, wir hatten Maisfelder drumherum. Es war einfach sehr, sehr, ja,
eine sehr schöne Gegend, wo man eigentlich so als Pferdebesitzer denkt, das Pferd kann sich da sehr wohl fühlen. Keine Autos in der Nähe, keine Autobahn in der Nähe. Also es war wirklich sehr, sehr schön. Der Paddock Trail, also dieser Aktivstall, in dem mein Pferd stand, war komplett mit Sand ausgelegt, mit Paddockmatten und dann eben Sand obendrauf. Die Pferde hatten 24/7 entstaubtes Heu. Wir hatten eine Entstaubungsmaschine, durch die das Heu durchgelaufen ist, belüftet wurde und dann eben in die Heuraufen gebracht wurde. Also eigentlich optimal, dachte ich, für ein hustengeplagtes Pferd. Bewegungsmöglichkeiten waren an dem Stall auch gegeben. Wir hatten einen kleinen Reitplatz, eine kleine Reithalle. Vom Boden her waren die aus heutiger Sicht nicht ganz so optimal. Es war etwas staubig, gerade für ein lungenerkranktes Pferd. Aus heutiger Sicht würde ich das nicht mehr so machen. Also ich würde mein Pferd nicht mehr auf einem staubigen Boden trainieren. Ebenso würde ich mein Pferd auch nicht mehr 24/7 am trockenen Heu stehen lassen, weil die Pferde wirklich teilweise mit der Nase im Heu eingeschlafen sind. Also ich habe mein Pferd wirklich an der Heuraufe schlafend gefunden. Total idyllisch, total schön, nur für ein asthmaerkranktes Pferd vielleicht nicht so optimal, wenn der halt die ganze Zeit dann das Heu einatmet. Auch wenn es entstaubt ist, sind natürlich in dem Heu immer noch Schimmelsporen, Milben, das ist völlig normal. Das ist selbst in einer guten Heuqualität sind Schimmelsporen und Milben immer vorhanden. Das kann man gar nicht verhindern. Und wenn man eben ein Pferd hat, was auf diese reagiert, ist trockenes Heu nicht so die beste Lösung. Komme ich aber später zu. Zur Haltung an sich nochmal: Das Pferd stand halt auf Sand. Und wir hatten die Felder drumherum. Das heißt, wir haben im Frühjahr und im Herbst, wenn ausgesät und also ausgesät wurde und die Pflanzen geblüht haben, eine extreme Pollenbelastung und das 24/7. Wir hatten durch den Sand eine extrem hohe Staubbelastung im Sommer. Gerade wenn es trocken war und die Pferde sind da viel drüber gelaufen, wurde die Lunge halt dauerhaft gereizt. Das ist aus heutiger Sicht für mich nicht mehr optimal. Einem gesunden Pferd wird das überhaupt nichts ausmachen. Da finde ich die Haltung immer noch optimal, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich jetzt ein gesundes Pferd hätte, würde ich es jederzeit wieder in diesen Stall stellen, weil ja die Haltungsbedingungen eigentlich ideal sind. Nur für ein lungenkrankes Pferd war das halt überhaupt nichts aus heutiger Sicht. Also, was habe ich also gemacht? Ich habe mein Pferd von einem Aktivstall in eine Boxenhaltung gepackt. Und da sagen jetzt viele, um Gottes Willen, wie kannst du das tun? Ein lungenkrankes Pferd muss sich 24/7 bewegen. Ja, so habe ich auch gedacht. Die Haltung von Bill sieht aktuell so aus, dass er in einer Fensterbox steht, die komplett offen ist, die kann auch nicht zugemacht werden. Er steht auf Leinstroh und bekommt ausnahmslos Heulage. Er steht den ganzen Tag auf einer Weide. Der Stall ist relativ zentral im Dorf gelegen, also haben wir nicht drumherum viele Felder, die eben stark blühen und eine starke Pollenbelastung hervorrufen, sondern wir haben wirklich eine Weidehaltung, die wirklich minimal an Staub- und Pollenbelastung ist, was wirklich für mein Pferd optimal erscheint oder optimal ist, so wie sich jetzt die letzten Monate herausgestellt hat. Mein Pferd steht also den ganzen Tag von morgens bis spät nachmittags auf der Weide, kommt dann über Nacht in die Box und wird dort mit Heulage gefüttert. Das ist also die aktuelle Haltung, wie wir jetzt Bill umgestellt haben und mit der scheint er auch sehr glücklich zu sein. Er hat einen geregelten Tagesablauf. Morgens wird gefüttert, dann geht es auf die Wiese, nachmittags wird reingeholt. Ich komme, um ihn zu bewegen, um ihn zu bespaßen. Abends bekommt er sein Heu und dann gibt es eben Nachtruhe, beziehungsweise seine Heulage, nicht sein Heu. Ja, so sieht die aktuelle Haltung jetzt aus und damit fahren wir wirklich sehr, sehr gut. Und ich kann an dieser Stelle sagen, der erste Punkt, die Haltungsoptimierung, ist für mich das Allerwichtigste, was man tun sollte, wenn man eben ein asthmaerkranktes Pferd hat. Das A und O, weg vom trockenen Heu, weg von der Staubbelastung, weg von der Pollenbelastung. Der zweite Punkt habe ich gerade schon ganz kurz angeschnitten, die Futteranpassung. Also das A und O für ein asthmaerkranktes Pferd, für ein Hustenpferd ist optimales Futter. Ich habe mich dafür entschieden, mein Pferd mit einer guten Heulage zu füttern.
Da haben wir eben kaum Schimmelbelastung, keine Milben, gar keine Staubbelastung. Wie gesagt, es muss eine gute Heulage sein. Wir sind also komplett weg vom Heu. Mein Pferd bekommt gar kein normales, trockenes Heu mehr. Das kommt für mich gar nicht mehr in Frage. Kraftfuttertechnisch haben wir von zigtausend Zusätzen, die wir damals ausprobiert haben, als wir in diesem Aktivstall standen, sind wir hin zu einer ganz normalen Haferfütterung. Bill bekommt morgens und abends eine Handvoll Hafer. Das war es. Kein Zusatzfuttermittel, nichts. Ich muss allerdings an dem Punkt auch sagen, dass die Umstellung von einem normalen Heu auf die Heulage nicht unbedingt einfach war. Bill hat die Umstellung nämlich gar nicht gut vertragen. Ich habe das zwar langsam einschleichen lassen, also ich habe Heu mit Heulage gemischt und bin dann eben immer mehr zur Heulage übergegangen. Er hat am Anfang extrem Probleme mit Kotwasser gehabt, mit Durchfall. Er war aufgebläht, er hatte wirklich Bauchschmerzen. Also das war wirklich nicht so schön zu sehen, aber mir war total klar, wir müssen da jetzt durch. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch noch ein Zusatzfuttermittel gefüttert, was ihn sehr gut unterstützt hat. Und diese ganze Magen-Darm-Flora, die muss sich ja auch erstmal an das neue Futter gewöhnen. Und das geht halt nicht innerhalb von 2 Wochen. Also wir haben gute 6 Wochen gebraucht, bis mein Pferd die Heulage wirklich gut vertragen hat. So 6 bis 8 Wochen. Und seitdem ist alles gut. Also er bekommt gar kein Zusatzfutter mehr. Er verträgt das Futter hervorragend. Nur man muss dem Magen-Darm eben Zeit geben, sich darauf einzustellen und gegebenenfalls dann mit dem Tierarzt das nochmal absprechen, ein Zusatzfuttermittel geben, was für einen Magen geben. Das ist wirklich das A und O. Ich hatte bei Bill auch nasses Heu und bedampftes Heu probiert. Das hat bei weitem nicht so gut geholfen wie jetzt die Heulage. Wichtig ist natürlich, dass die Heulage eine gute Qualität hat. Und dass sie eben nicht so nass ist. Also wenn man bei uns mal schaut, die Heulage hat gar nicht so den farblichen Unterschied zum Heu. Sie riecht halt etwas anders, ist auch ein bisschen langfasriger, also grobfasriger, und ist halt nicht wirklich diese Kuhsilage, die man vielleicht kennt. Also es ist nicht komplett nass oder so. Also es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Futter. Und da bin ich auch sehr glücklich, dass das bei uns am Stall direkt angebaut wird. Also unser Landwirt baut es selber an. Und dementsprechend wissen wir auch, wo das Futter herkommt und dass es eine sehr gute Qualität hat. Der dritte Punkt, der total wichtig ist, meiner Meinung nach, ist die Inhalationstherapie. Zu den ganz schlimmen Zeiten habe ich Bill damals täglich mindestens einmal, eher 2 bis 3 Mal Cortison inhalieren lassen. Das war wirklich mega stressig. Also ich war zweimal am Stall, morgens und abends, weil er morgens und abends dann Cortison inhaliert bekommen hat. Das war echt nicht so cool. Ich habe viele Sohlekuren gemacht. Ich habe mit Schleimlöser, mit Mucosolvan inhaliert. Ich habe Bronchienerweiterer inhaliert zu den Phasen, wo er wirklich kaum Luft bekommen hat. Das war wirklich alles nicht schön, kann ich euch sagen. Und nicht nur, dass es den Geldbeutel extrem belastet, es belastet einen psychisch, weil man weiß, sein Pferd braucht regelmäßig Medikamente. Es belastet das Pferd natürlich auch. Also wenn ich auf einen Organismus immer wieder Medikamente draufhauen muss, kann das irgendwie auf Dauer nicht so gesund sein. Heute sind wir komplett davon weg. Also, wir inhalieren weder Cortison noch irgendeinen Schleimlöser noch einen Bronchienerweiterer. Bill bekommt gar nichts dergleichen. Das Einzige, was ich mache, dass ich so ungefähr 4-mal die Woche mit NaCl, also mit einer guten Kochsalzlösung, inhaliere, um eben die Bronchien zu befeuchten und eben feucht zu halten, dass da nichts austrocknet und zusätzlich reizt. Das ist die Inhalationstherapie, die wir aktuell immer noch machen. Zu den wirklich schlimmen Zeiten und auch zur Umstellung damals haben wir wirklich auch mit Medikamenten inhalieren müssen. Und das war auch super wichtig, dass wir das so durchgezogen haben, weil sonst hätte er definitiv gar keine Luft mehr bekommen. Wichtig ist halt nur, dass man von dem Cortison auch irgendwann runterkommt. Und ja. Mit den anderen Punkten, mit der Haltungsoptimierung, mit der Futterumstellung haben wir das eben auch schaffen können. Punkt 4 war für mich auch sehr wichtig, und zwar ein gutes Medikamentenmanagement. Ich habe es ja jetzt in den vorherigen Punkten schon ein paar Mal angesprochen. Nicht nur, dass man was unterstützend für den Magen füttert,
nicht nur bei der Futterumstellung, sondern eben auch in den schweren Phasen, wo das Pferd eben Luftnot hat. Das ist natürlich auch mega Stress fürs Pferd und das kann eben auch auf den Magen gehen. Bill hatte vorletztes Jahr wirklich auch schwere Magenprobleme, als wir ihn halt viel inhalieren mussten, als er schlecht Luft bekommen hat. Das haben wir natürlich aber alles mit dem Tierarzt auch abgesprochen. Er hat dann Medikamente für den Magen bekommen. Wichtig ist halt, wie ich es gerade auch schon angesprochen hatte, eine Cortisontherapie, wenn man wirklich ein schwer asthmaerkranktes Pferd hat. Wie gesagt, sprecht das alles mit eurem Tierarzt ab. Sucht euch einen guten Tierarzt, der sich im Bereich Lungenpferde wirklich auskennt. Ich habe ganz lange meinem Haustierarzt vertraut. Der hat uns nicht weiterhelfen können, hat zum Schluss auch gesagt, dass er nichts mehr wirklich für uns tun kann. Und wir sind dann in die Klinik gefahren zu einer Lungenspezialistin, die mir die Augen geöffnet hat, die uns nochmal andere Medikamente verschrieben hat, die gesagt hat, ihr müsst wirklich den Stall wechseln, sonst wird das Pferd nicht gesund, das Pferd darf kein Heu mehr haben und so weiter und so fort. Hätte ich das vielleicht früher gemacht, wäre es vielleicht gar nicht so dramatisch gewesen, wie es letztendlich war. Insofern kann ich euch nur dazu raten, ein gutes Medikamentenmanagement zusammengestellt mit eurem Tierarzt ist auch wirklich das A und O. Wie gesagt, heute brauchen wir gar nichts mehr an Medikamenten. Bill bekommt nur noch NaCl inhaliert, eben auch nur bei Bedarf. Und da bin ich wirklich sehr glücklich drüber. Punkt 5, der auch super, super wichtig ist, was auch halt leider viele vergessen, ist eine gute Bewegungstherapie bzw. ein guter Bewegungsplan. Denn wenn ihr zum Beispiel einen Schleimlöser inhaliert oder auch oral dem Pferd verabreicht, dann müsst ihr das Pferd auch dementsprechend bewegen, damit der gelöste Schleim in der Lunge abtransportiert werden kann. Und das funktioniert beim Pferd wirklich nur, wenn es die Lunge ausreichend benutzt. Natürlich müsst ihr immer darauf achten, wie geht es dem Pferd aktuell. Also zu den ganz schlimmen Zeiten war ich froh, wenn Bill ein paar Runden traben konnte. Ich kann euch gerne auch nochmal hier ein Video einblenden, wie es war, als er wirklich, ja, nicht gut drauf war. Und viele denken sich jetzt vielleicht, boah, wie kann man das Pferd an der Longe laufen lassen, wenn er die ganze Zeit hustet? Ja, sieht schlimm aus, war auch echt doof, aber das Husten ist ja ein Zeichen davon, dass sich etwas löst und dass er versucht, etwas loszuwerden. Und das war für mich eben das A und O. Das Video, was ihr jetzt gesehen habt, war nachdem ich mit einem Schleimlöser inhaliert habe und dementsprechend an der Longe in Bewegung, kommt das Ganze dann in Schwung und er kann es abhusten. Im besten Fall kann er es abhusten. Natürlich müsst ihr halt immer gucken, wie geht es dem Pferd aktuell, wie viel Luft bekommt das Pferd wirklich und die Bewegung daran anpassen. Aber ich sag mal, bei einem schwer asthmatischen Pferd kann ich immer noch versuchen, wenigstens Schritt zu führen, damit das Pferd in eine gewisse Atmung kommt und damit eben das Pferd auch den Schleim, der die Bronchien verengt, der eben so fest sitzt in der Lunge, irgendwie loswerden kann. Bei Bill und mir war es so, dass wir zu den wirklich schlimmen Phasen auch nur Schritt geführt haben. Sonst, wenn es ihm halbwegs gut ging, habe ich auch trotzdem, trotz der Atemnotproblematik, immer wieder versucht, im Rahmen eben ihn auch galoppieren zu lassen, dass er einfach, ja, die Lunge wirklich benutzt, weil ein Pferd benutzt eben die Lunge nur zu 50 oder 60%, glaube ich, in einer ruhigen Bewegung, auch in einem ruhigen Galopp. Und danach, wenn die Herzfrequenz hochgeht, wenn das Pferd wirklich in der Arbeit kommt, dann wird eben die ganze Lunge benutzt. Und das ist total wichtig zu wissen, weil wenn die Lunge voller Schleim sitzt, muss dieser Schleim irgendwie raus. Und das funktioniert nur, wenn die Lunge arbeitet und wenn die Lunge auch eben benutzt wird. Und deswegen ist es so wichtig, dass ein Asthma-Pferd regelmäßig trainiert wird. Und es ist auch bei mir heute noch so. Also ich versuche wirklich, mein Pferd nicht einfach in die Ecke zu stellen, sondern wirklich ihn regelmäßig zu bewegen, dass
falls sich Schleim ansammeln könnte, weil das Asthma ist ja nun mal leider eine chronische Erkrankung, die wir nie wieder loswerden. Also das Pferd produziert dauerhaft Schleim. Falls sich Schleim irgendwo festsetzen könnte, dass wir es auch relativ schnell wieder gelöst bekommen. Das heißt, wenn ich merke, okay, der hat vielleicht mal einen nicht ganz so guten Tag, also ich habe da mittlerweile wirklich ja ein sehr gutes Auge für, dass ich ihn dann auch einfach mal im Roundpen galoppieren lasse oder an der Longe galoppieren lasse, ohne Reiter natürlich, dass er wirklich ja die Lunge auch benutzen kann. Aktuell ist es so, dass Bill eigentlich voll reitbar ist, voll einsetzbar, also ich kann alles mit ihm machen, weil er eben lungentechnisch sehr stabil ist. Aber das Wichtigste ist halt, auch das Pferd, wenn es ihm eben nicht so gut geht, trotzdem angemessen zu bewegen. Wenn ihr jetzt noch Fragen zu dem Thema habt oder ich euch vielleicht sogar mal zeigen soll, wie ich mein Pferd regelmäßig inhaliere, mit was ich sonst inhaliert habe, was weiß ich, was euch einfällt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Dann werde ich gerne nochmal für euch ein Video dazu machen. Und schreibt mir gerne mal eure Geschichte in die Kommentare. Vielleicht kann ich euch ja dann so ein bisschen Mut machen. Vielleicht können wir uns so ein bisschen austauschen. Wie gesagt, gebt nicht zu früh auf. Guckt, dass ihr die Punkte, die ich hier in diesem Video angesprochen habe, für euer Pferd optimiert. Dass ihr eurem Pferd quasi die beste Ausgangslage gibt, mit dieser Krankheit so gut wie möglich klarzukommen. Ich kann nur sagen, dass ich mega happy bin. Ich hätte niemals gedacht, dass mein Pferd wieder so symptomfrei werden kann. Also aktuell, er hat keinen Husten, er hat keine Bauchatmung, er ist voll belastbar. Hätte ich nie gedacht, dass das nochmal so weit kommen kann. Also da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar für. Ja, ich hoffe einfach, dass ich euch mit diesem Video so ein bisschen einen Schubs in die richtige Richtung geben konnte, euch ein bisschen Mut machen konnte. Gebt nicht zu früh auf und versucht wirklich das Beste für eure Pferde rauszuholen und eben alles zu optimieren, damit es ihnen wieder besser geht. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr über ein Abo, über ein Like und dann hoffe ich, dass wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao.